Straße steht, aber in dem einen sind wir uns alle einig. So kann es nicht weitergehen. Die bisherige Politik reicht halt nicht. Diese Gedanken hatte schon vor 188 Wochen eine einzelne Schülerin aus Schweden, die zum Gesicht dieser Initiative geworden ist, Greta Thunberg. Mit der Forderung nach gerechter Klimapolitik wandte sie sich an die Regierung und fragte: Warum soll ich für eine Zukunft lernen, die es bald nicht mehr geben wird, weil sie nicht ausreichend geschützt wird? Der Streik einer einzigen Person wurde zur internationalen Protestbewegung Fridays for Future.